7, 8, 9. 3 hatte ich noch. Einer im Sinn. Und wie mache ich Schnelligkeit schneller? Also ich würde fast sagen, dass ich 1 Minute 30, also könnte reichen, wenn man dahin rennt. Allerdings, manche sind bestimmt nicht so schnell im Laufen. Ich denke jetzt an die unbekannte Person, deswegen würde ich einfach mal sagen Redstone, da hält er 8 Minuten. Einfach Redstone dabei. Also man nehme Redstone. Der Höllenkram, der kann weg. Hier ist der Redstone drin. Glowstone drin. Hier ist der Redstone drin. So, zweimal draufgeklickt. Und ich hoffe, dass gleich oben die Monsterfalle schön voll ist. Dann kann ich mal eben mir noch ein paar Level bescheren. Das beginnt immer, immer mit der Netherwarze, die bald alle ist. Ich frage mich nur, wie lange ich jetzt gleich hier rüberlatschen muss. Ja, läuft. Und hier ist sogar schon fertig. So, wirkungsloser. Jetzt kommt Zucker da rein. Zucker und dann gleich noch einen Redstone. Dann kann ich hier schon mal die leeren Flaschen reindonnern. Vielleicht auch hier schon mal ein paar Zutaten. Moment, zwei brauche ich hiervon noch. Obwohl Zutaten sind auch hier, kommt alles hier rein, weil die Truhe ist ja gleich wieder leer. Flasche, Zucker. Moment, zwei brauche ich doch. Was ist denn los? Ja, geil. Hammer! Auch Hammer, habe ich ja richtig aufgepasst. Ich mache dasselbe ja gleich nochmal, deswegen brauche ich ja 4. Und die Wolle war hier. Das gleiche gehe ich nochmal runter, was die Kühe machen. Dann werde ich die wieder füttern, damit die wieder schön geil werden. Damit es auch fluppt soweit. Wie gesagt, die Tränke sind für die An- und Abreise zum Ende. Genau, Wasserflasche, Netherwarze. Gut. Na, ja, wo ich warte eben noch. Ist jetzt ruckzuck vorbei. Okay, ich dachte, er sortiert es anders. Buch und Feder. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Was noch auf meiner Wirkungsloszucker, auf meiner Bestellliste ist. Boah, wie das qualmt. Ist ja klar, ist der Feuerrote in der Mitte. Warum ist denn da kein Glowstone drin? Komisch. Und Redstone. Jetzt letzte Zutat. Jetzt haben wir noch alles. Jetzt gehe ich nochmal schnell runter. Obwohl ich glaube, es ist noch zu früh runterzugehen. Bäm! Oh! Das war knapp. Was für eine dumme Idee, erst den Schalter anzuklicken. So, klicken wir mal den Schalter an. Und runter mit mir. So, jetzt aber. Oh. Ich lerne es nicht, ne? Nicht mit. Jetzt ist der nächste Schaf wieder draußen. Warte mal. Hallo. Guck mal, was ich in der Hand habe. Guck mal, interessiert den gar nicht. Hier. Hallo. Ja, toll. Jetzt sind ja beide tot. Die auf der Wiese sind voll geil danach, aber die anderen nicht. Doch, passt. Wer ist denn hier noch paarungswillig? Ah, hier. Mann, ist er doof.
Ja, genau, Gangbang. Komm schon, was ist denn los mit euch? Seid doch mal zärtlich. Obwohl, dann habe ich auch wieder Wolle. Naja, egal, komm. Und immerhin EP, aber doch Wolle habe ich. Aber ob da gleich so viel Fleisch rauskommt, wie ich tatsächlich brauche. Also ich bezweifle es sehr stark. Aber man weiß es nicht. Bam, bam. So. Ah ja, die Frage war ja schon mal, ob man nicht über irgendwelche Themen reden sollte. Ich weiß ja nicht, die Zuschauer ändern sich ja immer. Vielleicht sagen die einen, ja, jetzt hätte ich Bock da drauf. Vorher nicht so, da wollte ich eigentlich nur sehen, wie der baut, der Ochse. Nein, aber was anderes. Also, ich weiß ja nicht, ob man, wenn man, sag ich mal, jetzt irgendeine Scheiße baut, hier ein riesiges Loch ausgräbt oder dergleichen, einfach mal über irgendwas redet, was halt die Allgemeinheit interessiert. Da, seht ihr, die Pistons gehen wieder nicht. Sind schon wieder ausgefahren. Komisch. Ist aber erst seit dem Update 1.3. Deswegen, ihr könnt ja einfach mal schreiben, ob sowas was für euch wäre oder halt nicht. Oder ob ich einfach mich nur auf das Spiel konzentrieren soll. Und es wie vorher auch mache. Oder wie ständig so. Einfach irgendeine Scheiße reden und ab und zu mal irgendwelche Wörter reinruf. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So weit, so gut. Hier fehlt noch Futter. Also Zombie hat noch kein Futter. Der kriegt auch noch 4 Tränke. Ja, hier muss ich mir auf jeden Fall was cheaten. Mal aufpassen. Da kommt nichts raus. Auch im Together, da haben wir so viele Eier gehabt. Ich meine, da kommen zwei Hühner raus, aber das ist so random. Obwohl, das ist der Cheap, ne? Machst du alles voll, ne? Quatsch. Normalerweise reicht das ja auch. 4 Stück jetzt. Und hat Zombie 5 gehabt? Mann, habe ich ein gutes Gedächtnis. Ja, egal. Ich kann ja ein paar mehr mithaben. Ich habe ja große Taschen. Hat er jetzt 2 Schnelligkeitstränke gekriegt? Ich glaube doch nicht. Doch, hat er wohl. So, was kommt jetzt für ein Lied? Sneaky Snitch. Dieses Lied erinnert mich irgendwie immer an Fable. Ich weiß nicht warum. An Fable 2 oder aber auch 3. Hatte ich auch mal angefangen aufzunehmen. Allerdings war dann, ich weiß nicht, was damit war. Aber damit war irgendwas. Und deswegen hatte ich es dann nicht hochgeladen letztendlich. Schade eigentlich. Hat irgendwie Bock gemacht. Nur jetzt ist es ja nicht mehr blind. Warte mal. Jetzt holt man sich mal in die nächsten Tränke. Miau, ah ja, jetzt unten ist immer nur die Katze am Abgammeln, ne? Wo ist sie? Okay, da war sie zumindest mal. Und der Bahnhof muss hier runter. Dann wäre vielleicht noch eine Haltestelle im Hotel ganz interessant. Obwohl, da wird man wahrscheinlich eh nicht mehr so oft drin sein, wenn man dann letztendlich... Wow! Ne, da ist eh nichts drin. Wenn man dann letztendlich alles, also das gemacht hat, wofür das Hotel da ist im Moment. Für meinen Besuch. Was war hier denn noch drin? Nichts mehr, meine Güte. Da voll der Scheiß.
Das ist ehrlich gesagt erst, wie gesagt, seit dem Update. Hier drin ist auch nichts an. Oder was ist, wenn ich das hier mal wegschlage? Nichts. Oder wenn ich das mal auslöse, dann war wahrscheinlich die beste Idee. Weil jetzt ist ein bisschen Zuckerrohr wieder drin. Ja, ist aber... hat nichts gebracht. Yeah. Boah, sind hier viele. Tut mir leid. Aber wenn er mir schon so eure Säcke hier hinhaltet, dann nehme ich sie auch. Also richtig leveltechnisch bringt das mal so nicht. So richtig viel, meine ich. Und wieder hoch. Ah. Und lecker. Oh, ich bin Zombie. Stimmt, hier unter dem Hotel. Das wurde ja leider auch nicht fertiggestellt. Ah ja, hier war ja schon alles komplett. Da war auch alles fertig. Dann einfach nochmal hier rein. Oh, ich habe doch ein paar mehr Tränke, glaube ich. Der hat sich ja eh beschwert. Mit einer Eisenrüstung. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Dann kriegt der auch 5. Zwei, drei, vier. Ne, warte. Ich krieg 4. Weil das sind dann... allerdings, stimmt, diese Geschnelligkeitstränke, da fehlen mir noch welche mit. Super. Jeder ist jetzt schnell, außer ich. Tolle Idee. Ja, Mann. Ich denke immer, da geht nur eine Tür zu, wenn ich da durchlaufe. Hör mal. Ah ja, ne, gar nicht, doch nicht. Ich glaube, hier muss ein Radikalumbau stattfinden. Radical Modification. So, wie war das? Redstone? Und Zucker. Warte, ich nehme die 4 mal mit. Oh, ihr wisst mich schon wieder hier. Aber egal. Zucker. Weil dann tue ich mal ein bisschen Redstone hier unten rein. Kann ja nicht schaden. Drei Fläschchen dann noch. Eine Netherwarze. Habe ich zwar einen Trank mehr als die anderen, aber ist ja auch Latte. 1, 2, 3. Ah ja. Abziehen. Hebel zurück. So, da warten wir natürlich erstmal drauf, bis das fertig ist. Die Tränke lasse ich so lange in meinem Inventar. Muss mal gucken, was ich dann zum Ende hin mitnehme. Natürlich nehme ich einen Pisten mit, um das Drachenei abzubauen. Aber ich habe schon gesagt, wenn das nicht klappen sollte, ich versuche es natürlich abzubauen, dann cheate ich mir das auf jeden Fall, weil hab's ja trotzdem abgebaut gehabt. Beziehungsweise den Drachen habe ich ja trotzdem getötet. Oh, Frosch im Hals gerade. Oh, tut doch weh, wenn da ein Frosch drin ist. So, Zucker. Zucker läuft. Ich weiß auch nicht, warum die Kessel hier leer sind. Was könnte man bestimmt hier noch ein bisschen gruseliger machen? Vielleicht mal eine Fackel hier weg. Aber nicht jetzt. Jetzt habe ich Angst. Und Redstone für Trank der Schnelligkeit Stufe 2. Ah, ich glaube, ich gehe gleich mal nach unten, töte die Eltern und... oder ich lasse die Eltern nochmal eben was machen und dann töte ich die. So muss das sein hier. 1, 2, 3. Jetzt tue ich den Tintensack noch weg, schön abgefüllt schon mal in einem Fläschchen. Eine Sackprobe.
Tintensackprobe. Mein Gott, habe ich davon viel. Da sieht man mal, wie viele ich vor Möbel von den Viechern. Ich habe sogar noch Lapis-Lazuli-Blöcke. Und Lapis-Lazuli-Roh habe ich auch noch. Schön. Genau, wo waren wir? Bei den Kühen. Und ich wollte mal alle hier verhauen noch, ne? Mann, ist das ergiebig, ey. Ganze drei Gegner. Und einer hat jetzt dieses Skelett kaputt gemacht. So, ein Level brauche ich noch, weil die Maximallevel... Der Maximallevel ist ja 30. Ich gehe jetzt einfach mal raus und vermöbel die alle. Einfach mal alle vermöbeln. Und einer hat sich auch gewünscht, dass ich ihm einen Eisengolem wieder hinten hinbaue. Und da der ja sehr wichtig... Boah, das ist aber viel Rohstoff wieder, oder? Ich glaube ja. Aber eigentlich waren es 4x9. Oh, es wird immer weniger. Heftig. Jetzt wollen wir noch einen Kürbis. Kürbis bei Baumiges. Nein, auch nicht. Kleingewächse. Da fehlt die Kürbisfarm und eine Kakaobohnenfarm natürlich. Ich wollte mal da was ausprobieren, einfach mal so. Ich meine, ich habe zwar schon mal gesehen, wie es funktioniert, aber ich möchte es trotzdem einfach mal selber testen. Nehme ich mir so ein paar Kakaobohnchen da mal mitnehmen. Und mal eben.